Weiter geht es mit Jan Suleiman und er zeigt uns den Geostyler, ein visueller Vergleich. Genau, Dankeschön. Willkommen zum Lightning Talk zum Geostyler, ein visueller Vergleich. Mein Name ist Jan Suleiman, ich bin Fullstack-Entwickler bei Terrestris. Bei Fragen rund um Geostyler und auch andere Themen könnt ihr gerne unten zum Stand kommen. Hier in diesem Talk möchte ich euch einmal ganz kurz daran erinnern, was Geostyler selbst ist und dann eben auch zeigen, wie das Ganze visuell aktuell aussieht. Und zwar, falls ihr schon mal auf den letzten Foscus-Konferenzen oder Fos4G-Konferenzen wart, kennt ihr Geostyler eventuell schon. Geostyler ist zum einen, das hier der relevante Teil, ein Konverter zwischen verschiedenen Styling-Formaten. Das bedeutet, beispielsweise haben wir es gerade eben ganz schön gesehen bei Johannes, er hat QGIS verwendet und QGIS verwendet ein internes Styling-Format. Und wenn wir jetzt wollen, dass diese Styles, die wir in QGIS erzeugt haben, beispielsweise ins Web kommen und wir die in OpenLayers verwenden wollen, dann können wir das mit einem Geostyler machen, weil wir eben ganz viele kleine Konvertierer geschrieben haben, im Grunde so eine Art Übersetzungsbücher, die dann oder Übersetzer, die uns dann immer zwischen diesen Komponenten übersetzen lassen. Und deswegen ist es möglich, zwischen diesen ganzen verschiedenen Formaten hin und her zu konvertieren. Das Ganze ist ein dauerhafter Entwicklungsprozess, dementsprechend sind unterschiedliche Features bereits umgesetzt und Stilausprägungen umgesetzt und hier möchte ich einfach kurz zeigen, wie das Ganze aussehen kann. Dazu habe ich Folgendes gemacht, ich habe einen Mapbox-Style erstellt, den wiederum in das Geostyler-interne Austauschformat überführt und daraus wiederum einen Mapbox-Style erzeugt, einen OpenLayer-Style erzeugt und einen SLD erzeugt und das Ganze mit OpenStreetMap-Daten gefüttert, um das eben in einer Karte darzustellen. Das sieht dann so aus. Auf den ersten Blick ganz grob betrachtet, na, oben links haben wir jetzt das Ergebnis von dem Mapbox oder von der Mapbox-Konvertierung, oben rechts die von OpenLayers und unten links das SLD. Auf den ersten Blick sieht das Ganze schon mal, ich würde sagen, relativ ähnlich aus. Na, man kann erkennen, dass das irgendwie auf dem gleichen Stil basiert. Im Detail gibt es aber eben noch verschiedene Unterschiede oder kleine Unterschiede. Beispielsweise, oder erstmal Dinge, die funktionieren, Füllung. Farben, Füllflächen können wir ohne Probleme darstellen, auch in verschiedenen Arten. Das ist jetzt ganz einfach hier nur eine Farbe einmal festgelegt. Klappt in allen drei Formaten. Das ist schon mal sehr praktisch. Dann das Ganze auch mit Umrandungen. Ne? Das heißt, sowohl Linien als auch Flächen können wir umranden. Und auch da ist es so, dass die ganzen Werte übertragen werden und wir im Grunde verlustlos zwischen den verschiedenen Formaten konvertieren können. Hier sieht man das Ganze nochmal für Linien. Das heißt, auch Liniengeometrien können wir zwischen diesen ganzen verschiedenen Formaten hin und her konvertieren und haben keinen Verlust. Sprich, wenn ihr in QGIS anfangt, einen Stil definiert dann, und das Ganze beispielsweise zu OpenLayers dann überführt oder wie in diesem Fall von Mapbox zu OpenLayers und den anderen Formaten, dann sieht das Ganze gleich aus. Diese Gewissheit habt ihr an der Stelle. Wo es noch ein bisschen hakt, oder nee, was auch noch funktioniert ist, das ist jetzt hier so exemplarisch angedeutet, die Endung von Linien. Ne, ob das Ganze eine Linie am Ende abgerundet ist oder eine flache Kante hat, ist jetzt hier tatsächlich an einem Polygon gezeigt, soll aber nur stellvertretend sein für die Linien. Das war jetzt für die Folien einfach ein bisschen zu klein. Wo es ein bisschen hakt, ich hoffe, man kann es sehen, ja, ist die Linienmuster. Sprich, wenn wir eine gestrichelte Linie haben wollen in verschiedenen Strukturen, dann funktioniert das grundsätzlich in diesen drei Formaten, die ich jetzt hier zeige. Allerdings werden die unterschiedlich interpretiert. Nämlich teilweise werden für die Abstände Pixelwerte verwendet, teilweise werden metrische bzw. dem Koordinatensystem zugrunde liegende Werte verwendet, weswegen diese Strichelung unterschiedlich aussieht. Na, oben links sehen wir größere Abstände, sprich bei dem Mapbox-Format, als beispielsweise oben rechts bei dem OpenLayers-Format. Grundsätzlich ist es trotzdem so, dass wir überall diese Strichelung haben, aber die wird eben aktuell noch unterschiedlich interpretiert. Das ist eine Sache, die in Zukunft weiterentwickelt werden könnte. Der aktuelle Stand bietet das eben einfach noch nicht. Was wiederum funktioniert, sind Labels. Na, und zwar einfach, dass wir Labels stylen können, dass sie da sind, ne, dass wir die sehen können, dass sie auch attributiv definiert werden können. Sprich, jede Straße hat hier ihren eigenen Text und nicht einen einheitlichen Text für alle Straßen, was bei Straßen logischerweise auch relativ wenig Sinn ergibt. Genauso wie auch für Labels, also für die Beschriftung, einen sogenannten Halo, also im Grunde eine Farbumrandung, um das Ganze vom Hintergrund hervorheben zu können. Man sieht hier kleinere Unterschiede, weil eben auch die Abstände dieser Hintergrundfarbe unterschiedlich interpretiert werden können. Sind wir schon soweit? Dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die man hier zeigen kann. Eine letzte Sache möchte ich aber gerne noch sagen, und zwar, falls ihr das Ganze gerne auch weiterentwickeln möchtet und zum Beispiel die schönen Features von Johannes, die er eben gezeigt hat, in QGIS auch ins Web auslagern möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen, beim diesjährigen CodeSprint mitzumachen, der in Frankreich und Paris stattfinden wird. Paris. Dazu könnt ihr euch gerne an mich wenden, unten am Terrestris-Stand. Muss ich? Vielen Dank. Machen? Nee, machen die, ne?